Okay, mal sehen. Kann ein Roter auch gegen zwei von denen gewinnen? Oh, ist das geil! Okay. Wir haben uns eine eigene Tabs-Einheit gebaut. Mit einem übergroßen Bogen und einem Schild. Yo, ich weiß gar nicht, wie die Einheit heißt. Skelett. Einfallsreichster Name aller Zeiten. Und bei der Einheit habe ich eine automatische Wertbestimmung eingestellt. Das heißt, wir können sehen, dass die Einheit verdammt viel wert ist. Und wahrscheinlich gegen alles Mögliche gewinnt. Auf der anderen Seite haben wir eine riesige Armee von random Einheiten. Oh boy, das kann was werden. Ich erkenne zwar nicht viel, aber ich sehe, dass die rote Einheit den blauen Einheiten ziemlich zu schaffen macht. Alter, die werden einfach umgeschnetzelt. WTF? Oh mein Gott. Ja, ich glaube, die blaue Einheit verliert auf jeden Fall. Ich erkenne gar nichts mehr. Blau hat gewonnen? Warte mal, das heißt, wir haben gar nicht die stärkste Einheit aller Zeiten gemacht? Oh, no momento. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Custom Content. Make new unit. Okay, die Musik wird entspannter. Die Unit Base wird so ein Häftling sein. Halfling. Ui, netter Popo. Wir dürfen die Waffen einstellen. Was für Waffen soll er denn tragen? Oh mein Gott, er kann einen Blitz tragen. Das sieht strong aus. Wir haben so viele verschiedene Waffen. Throw Dark Peasant. Okay, das hört sich interessant an. Wir dürfen die Einheit diesmal nicht zu stark machen. Aber wir geben ihr trotzdem ziemlich gute Abilities. Tor Lightning zum Beispiel. Leaper Wings. Oh mein Gott, das sieht schon so broke aus. Ein Vampirbiss. Ich glaube, da macht er den Gegner Schaden und stellt selbst wieder Leben her. Aber ich möchte irgendwas total overpoweredes haben. Oh Gott, wir können noch explodieren, wenn wir sterben, aber das brauchen wir nicht. Wir machen eine Ice Arena und wir geben dem noch ein Eisatem. Okay, das ist unsere Ice Unit. Stats. Wir machen den auf jeden Fall ziemlich groß. Mehr Leben. Weniger Gewicht, du sollst leicht sein. Ein bisschen schneller auf 2. Und den Schaden natürlich auch auf 2-0. Der Name ist Styly. Noch ein schönes Bild zum Abschluss machen für die Unit. Okay, here we go again. Oh, verdammt, okay. Die Einheit sieht verdammt stark aus, um ehrlich zu sein. Wir stellen die erstmal auf gegen ein einziges Skelett. Ich möchte sehen, was passiert. Das könnte ein epischer Kampf werden. Was? Rot hat wirklich gewonnen? Krank! Okay, das freut mich gerade ungemein. Let's go. Wir nehmen ein paar rote Einheiten weg. Vielleicht ist das fairer. Da sehen wir die Hand. Oh, verdammt. Wer hat gewonnen? Rot hat schon wieder gewonnen. Verdammt, wir haben eine starke Einheit gemacht. Okay, nur noch zwei Rote gegen den einen Skelett. Let's go. Die Hand. Okay, das war's. Das war's. Der haut einfach den einen gegen den anderen gegen. Was passiert aber, wenn wir zwei, drei Skeletten setten gegen sechs Rote? Das müsste eigentlich ein fairer Kampf sein. Wir sehen direkt... Das ist alles andere als ein fairer Kampf. Okay, das kann interessant werden. Ich stelle jetzt einen einzigen Roten auf. Gegen ganz viele Ganslinger. Einfach mal Ganslinger im Wert von 10.000. Start. Komm schon. Oh mein Gott, der Blitz ist so stark. Wer hat gewonnen? Blau hat gewonnen. Okay, ich hab's verstanden. Die stärkste Fähigkeit meines Charakters ist der Blitz. Ich brauche mehr Blitze. Dann lass mich zurück ins Main-Menü gehen. Sandbox. Nee, verdammt. Custom Content. So, den bearbeiten wir doch mal ganz kurz. Die Fähigkeiten gefallen mir nicht ganz so, wie sie mir eigentlich gefallen sollten, verdammt. Okay, was haben wir hier für Fähigkeiten? Der Blitz ist verdammt stark. Ich weiß gar nicht, was diese Wings bringen, aber die sehen verdammt nice aus, yo. Den Vampirbiss, den tun wir weg. Und dafür eine andere Fähigkeit rein, die verdammt broke sein sollte. Machen wir Dark Peasant Hands zur Verteidigung. Sieht gut aus. Der Eisatem und die Eisarena, davon habe ich gar nichts gemerkt. Ich lasse die Eisarena mal drinne, aber dafür packe ich den Tornado Swipe rein. Kein Plan, ob die Einheit jetzt stärker geworden ist. Das ist großteils testen. Auf jeden Fall sieht sie brutal aus. Ich stelle mal nur eine einzige auf. Gegen drei Longships. Sieht aus wie ein fairer Kampf, oder? Alter, let's go. Oh mein Gott, die Einheit gefällt mir. Lass mich ein 1 gegen 1 probieren. Ihr beide 1 gegen 1. Okay, das wird nichts. Obwohl, Rot hat gewonnen. Der Blitz am Anfang ist so verdammt stark. Oh, das. Okay, mal sehen. Kann ein Roter auch gegen zwei von denen gewinnen? Oh, ist das geil. Okay. Wir probieren es einfach mal
gegen 5 von denen ein bisschen weiter voneinander gestreut, dass die nicht direkt von einem Blitz getroffen werden. Let's go, so viele Hände gehen auf den einen. Blau hat gewonnen. Das war's. Da bin ich gestorben. Aber wie gesagt, das gefällt mir gerade. Es gibt ein Pumpkin-Katapult, okay. Reaper auch noch dazu. Mal sehen, was wir hiermit machen können. Wir machen es möglichst fair. Ich kann euch gar nicht sagen, ob das fair ist gerade. Sieht das fair aus? Ich meine, der Blitz am Anfang wird ein paar ruinieren, aber... Oh mein Gott. Der ist ganz schön weit weggeflogen. Aber das ist gut für ihn. Die Gegner kommen nicht nah ran. Werf einfach weiter ein paar Blitze. Die soll... Oh mein Gott. Ist das nice. Ich mag diesen komischen Handeffekt. Dann gibt es den Wirbelsturm dazu. Aber die Blauen kommen immer näher. Das ist nicht gut. Oder? Blue Victory. Okay, sobald die Blauen dran sind, hat der Rote keine Chance mehr. Vielleicht platzieren wir einfach mal 2 von den Roten. Ich will das sehen. Das ist mein Test. Yo, let's go. Gegen 2 sollten die niemals eine Chance haben. Ich meine, guckt euch allein die Wirbelstürme an. Nee. Blau wird auf keinen Fall gewinnen, obwohl... Der eine Rote ist ja schon tot. Wie kann das sein? Komm schon. Red Victory. Aber das war ziemlich knapp, um ehrlich zu sein. Das hätte ich nicht gedacht. Ehrlich gesagt habe ich deutlich mehr erwartet. Aber es hat funktioniert. Wir können ja noch weitere Einheiten bauen. Vielleicht gebt ihr mir ein paar Ideen in die Kommentare, was ich bauen soll und was ich dagegen bauen soll, weil das ist eigentlich ziemlich nice gerade. Also falls ihr mehr von Tabs sehen wollt, dann schreibt Hashtag Tabs in die Kommentare. Ich für meinen Teil beende nämlich hier erstmal die Folge. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Like und Abo sowieso nicht vergessen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und falls es euch nicht aufgefallen ist, ich habe heute einen anderen Schnittstil benutzt. Ich habe heute probiert, möglichst viel Gameplay zu zeigen und die Facecam immer wieder zwischenzeitlich einzublenden. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr den Schnittstil besser findet, als wenn die ganze Zeit die Facecam oben in der Ecke ist. Und ja, ich wollte das ja eigentlich als Kommentar nochmal unter das Video schreiben, aber mir ist aufgefallen, ich habe die 8 Minuten noch nicht erreicht. Deswegen, hey, wenigstens bin ich ehrlich. Wenigstens bin ich ehrlich. PS, habt ihr eigentlich Lust, auch mal so ein Fitness in der Quarantäne-Video zu bekommen? Schreibt einfach mal gerne in die Kommentare. Ich höre eure Meinung gerne. Bis dann. Ciao.